Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche, dem YouTube-Kanal des Wunderkesselforums. Hier gibt es die besten Rezepte aus unserem Forum und natürlich auch wie heute ein Rezept aus unserem Band 7 der längst vergriffenen Rezeptbuchserie Lieblingsrezepte. Wir machen heute Rohkost im Thermomix und zwar probiere ich mal den Apfel-Rotkohl-Salat oder eigentlich Rotkohl-Apfelsalat. So steht es hier, weil Rotkohl ist ja mehr drin als Apfel. Also Rohkost, ja, im Thermomix. Läuft perfekt, muss mal wenig schnippeln. Ich habe jetzt schon mal hier 600 Gramm Rotkohl vorbereitet. Ich mache nämlich die etwas größere Menge, als hier in unserem Büchlein steht. 600 Gramm Rotkohl habe ich in groben Stücken geschnitten und den Rest übernimmt der Kessel. So, also ab mit dem Rotkohl hier in unseren TM5. Die Rezepte aus unseren Rezeptbüchern, die könnt ihr natürlich auch im TM31 machen, ja, weil unsere Lieblingsrezeptbücher sind ja schon ein bisschen älter. Da ich jetzt die doppelte Menge mache, weiß ich nicht, ob es im TM31 geht. Müsst ihr ausprobieren. Zwei Zwiebeln kommen dazu, 200 Gramm Möhren, oh, das wird schon voll, und zwei Äpfel, ja, das wird wirklich voll. Also Leute, Besitzer des TM31, bitte dann nur die halbe Menge machen. Vielleicht ist es auch das Rezept, das wir euch dann in die PDF stellen. Ich versuche hier gerade verzweifelt die Ölflasche aufzumachen. So, jetzt ist auf. Zwei Esslöffel Öl machen wir jetzt rein. Ich nehme Sonnenblumenöl. So, dann zwei Esslöffel Balsamico-Essig. Weil ich glaube, da nehme ich ein bisschen mehr. Also ich glaube, ich nehme mal vier. Weil ich mag das gerne etwas saurer. So, und dann kommt hier noch Ahornsirup dazu. Ja, und da auch, ja, also anderthalb steht im Rezept, also machen wir drei Esslöffel. Und das Ganze wird jetzt mit Hilfe des Spatels, muss man gerade schauen, hier 3 Sekunden Stufe 4, also würde ich sagen 6 Sekunden Stufe 4. Man muss das ein bisschen im Auge behalten, dass es nicht matsch wird. Ja. Ich mache vielleicht erstmal 3 und dann setzen wir noch einen drauf. Aber 3 wird natürlich nicht reichen, das weiß ich jetzt schon. Also machen wir mal 3, Stufe 4 und dann mit dem Spatel bei Sichtkontakt steht hier. Gott, die Äpfel sind jetzt unten angekommen. Schauen wir mal, wie es aussieht. Okay, mein lieber Mann, der Kessel ist echt voll. Also es ist schon ordentlich geschreddert, aber für mich noch ein bisschen zu, ja, zu grob. Gerade jetzt auch die Zwiebel, die ist ja noch ein Viertelstück. Also ich mache jetzt noch mal 3 Sekunden. Wie gesagt, immer schön mit dem Spatel dann. Ja. Gucken wir mal. Also oben sieht es schon mal gut aus. Die Frage ist, ist alles wirklich durchgemischt? Nee, immer noch nicht. Ich mache das jetzt mal hier mit dem Spatel, drehe das jetzt mal alles so ein bisschen um. Und da machen wir vielleicht noch mal 3 Sekunden. Also das war vielleicht doch keine so großartige Idee, mit der doppelten Menge zu arbeiten. Ich denke, wenn ihr das zu Hause nach dem Originalrezept macht, dann sollten 3 Sekunden reichen. Ja. Warum ich jetzt die doppelte Menge gemacht habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ah doch, ich weiß es wieder. Ja. Die Hanna, die da hinter der Kamera sitzt, die hat gesagt, das hätte ich gern für heute Abend. Ja, zum Essen zu Hause für mich und die Kinder und den Mann. Und die hat viele hungrige Mäuler zu stopfen. Deswegen haben wir die doppelte Menge gemacht. Ha, so ist es nämlich. Also ich finde, das sieht gut aus. Das ist jetzt nicht zu matschig. Es sind echt noch ein paar schöne Stücke drin. Und ich serviere das jetzt einfach mal hier auf dem Teller und dann packen wir den Rest in eine Schüssel und den kann die Hanna dann mit nach Hause nehmen. So, ich finde, das sieht gut aus. Ja. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr mögt, ja, da noch ein bisschen mehr von dem Ahornsirup reinmachen. Vielleicht ist es euch aufgefallen,
dass ich gar kein Salz da dran gemacht habe. Ich finde, da braucht kein Salz dran. Das haben wir nämlich schon mal probiert zu Hause und ich finde, das schmeckt so auch ohne Salz extrem würzig und extrem gut. Was ich aber immer noch dran mache, sind ein paar Sonnenblumenkerne. Ja, und die mische ich dann unter. Ich mache das jetzt nicht hier in das Ganze, weil sonst werden die Mousse. Ja. Also vorm Servieren einfach ein bisschen Sonnenblumenkerne dran und dann nochmal mit den Sonnenblumenkernen vermischen. Ja. Ich finde das sehr, sehr cool. Die Konsistenz ist auch echt okay. Wie gesagt, es sind noch ein paar, ihr seht hier so ein paar größere Stückchen von dem Rotkohl drin, aber das soll ja auch keine pürierte Kost sein. Das soll ja schon ein bisschen was mit Biss sein. Ja? Und finde das optimal so. Ich könnte sogar noch ein bisschen mehr Essig vertragen. Ganz ehrlich, ich mag das ja, wenn Essig da dran ist. Aber so ist es schon, ist ein super Rohkostsalat. Ich habe gesehen, ein paar Sekunden Arbeit, Vorbereitung, 10 Minuten maximal. Das ist super. Ja. Aber wie gesagt, vielleicht macht ihr doch besser nicht die doppelte Menge. Nur lieber zweimal hintereinander, gerade wenn ihr nur ein TM31 zu Hause stehen habt, weil das wird schon echt voll. Ja. Und dann reichen auch die 3 Sekunden. Wir stellen euch das Rezept auf jeden Fall als PDF zur Verfügung. Download ist da unten, ne, in der Videobeschreibung. Ihr kennt das Spielchen. Und denkt dran, diesen Kanal zu abonnieren. Hier ist so ein Glöckchen, das könnt ihr anklicken. Dann kriegt ihr immer Benachrichtigung sogar, wenn wir ein neues Video veröffentlicht haben. Denn nur hier gibt es die besten Rezepte aus dem Wunderkessel Forum. Wie heute hier unseren Rotkohl-Apfelsalat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst noch ein Like da. Bis dahin, tschüss.